Hallo ihr Lieben, ich wollte heute mal ein kleines Schwangerschaftsupdate geben. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht und mich auch noch zu gar nicht sehr viel mal in einem extra Video geäußert zu meiner Schwangerschaft. Das heißt, ich kriege schon wieder keine Luft. Das habe ich irgendwie, mein Bauch ist extrem hart auch im Moment schon wieder. Ich bin jetzt aktuell in der 25. Woche, wenn ihr das seht. Und ich wollte euch heute das Geschlecht verraten und halt einfach so ein bisschen erzählen, was so im zweiten Trimester los war. Denn ich komme jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, bald ins dritte Trimester. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an und hau direkt raus, was für ein Geschlecht es wird. Denn das Baby hat uns sehr lange auf die Folter gespannt. Bevor ich euch auch auf die Folter spanne und Clickbait mache und dann das bis zum Ende rausziehe, sage ich es jetzt ganz klar. Es wird ein Mädchen. Yay! Genau. Wir freuen uns und es war uns eigentlich ziemlich egal. Einen Tick mehr hätten wir uns vielleicht einen Junge gewünscht, aber ganz ehrlich, es ist einfach wirklich egal. Und ich freue mich jetzt über das kleine Mädchen und ja, dadurch, dass ich so viel auch noch im Keller an Klamotten habe, muss ich hier hinten jetzt alles staut, weil ich unbedingt die Wäsche waschen muss. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Genau, das muss ich jetzt alles so ein bisschen wegarbeiten und vorbereiten. Ihr seht schon im Hintergrund, der Wickeltisch ist das Einzige, was versteht. Und der Maxi-Cosi. Aber ansonsten haben wir eigentlich noch gar nichts, was die Erstausstattung angeht. Ich habe hier hinten eine kleine Stilllampe. Die ist richtig, richtig cool. Ich habe schon überlegt, ob ich noch ein Erstausstattungsvideo mache. Könnt ihr mir sagen, ob ihr das sehen möchtet? Es wird alles ein bisschen simpler, weil beim ersten Kind eskaliert man ja so ein bisschen. Und jetzt beim dritten Kind ist es einfach irgendwie viel entspannter, was die Ausstattung angeht. Ich mache mir da weniger Stress. Aber so ein paar Sachen braucht man ja dann schon. Und genau. Dann erzähle ich mal allgemein so ein paar Dinge über die Schwangerschaft in der letzten Zeit. Mir ging es ja wirklich sehr, sehr schlecht, was mich wirklich umgehauen hat, weil ich das einfach von mir nicht kenne, von den ersten beiden Schwangerschaften. Klar, so ein paar Wehwehchen hat man schon, aber das war jetzt schon echt wirklich hart. Dann hatte ich dazu noch eine Grippe, die ziemlich lange ging und ich dachte, ich werde nie wieder gesund, mir wird es nie wieder gut gehen, ich kann mich nicht mehr um meine Kinder kümmern. Und wie soll das werden mit drei? Das hat mich schon ganz schön überfordert. Aber mir geht es mittlerweile echt richtig gut. Und ich hoffe wirklich, ich habe diesen Satz schon so oft gesagt, dass es jetzt so bleibt. Ich habe mich übergeben, was ich nicht von mir kenne. Ich wollte nur schlafen und ich habe auch viel geschlafen. Ich war total komplett lustlos. Mir ist der ganze Haushalt über den Kopf gewachsen. Und ja, kann man ehrlich so sagen. Und es hat mich schon ganz schön mitgenommen wegen den beiden Kleinen, dass ich da so ein bisschen durchhing. Aber mir geht es jetzt wirklich sehr gut. Das Einzige, was ich habe, ist, wenn ich zu viel mache, dass der Bauch hart wird. Und ja, also der ist schon ziemlich stramm und ich hoffe, dass mein Bauch nicht noch mehr reißt. Ein paar Streifen habe ich ja leider schon. Das lässt sich bei mir wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Und ich hoffe aber nicht, dass da jetzt noch viel mehr zukommt. Denn klar, man hat Kinder gekriegt, aber schön ist es ja irgendwie, wenn man mal ehrlich ist, nicht so wirklich. Ich habe bis jetzt ungefähr 6 Kilo zugenommen. Mein Bauch ist ziemlich groß, wo ich mich ja erst beschwert habe, dass der so klein ist und da passiert nichts. Aber es ging von heute auf morgen plupp und jeden Tag wächst der irgendwie mehr. Und ich kriege auch ganz schön oft gesagt, dass der sehr groß ist für die Woche, 25. Woche. Ja, ich weiß nicht, ob es beim dritten Kind einfach anders ist und der immer größer wird von Kind zu Kind, was man bekommt. Bei Mila hatte ich immer einen relativ kleinen, der ist zwar dann auch irgendwann explodiert und der Speicher ist gleich leer. Aber bei Louis, der war ziemlich schnell zu sehen. Am Ende zeige ich euch meinen Bauch nochmal komplett. Das mit dem Bauch hart werden, das hatte ich nochmal mit meiner Frauenärztin besprochen. Also sie sagte wirklich, wenn man zu viel macht. Was man sonst machen kann, ist Magnesium nehmen. Was ich ansonsten an Tabletten nehme, ist ab und zu Eisen. Wobei mein Eisenwert wirklich sehr gut ist, was ich von mir eigentlich auch nicht kenne. Nehme ich Folsäure und Vitamin D, das war es eigentlich. Wo ich krank war, das war schon hart, nichts nehmen zu können. Ich habe wirklich gar nichts genommen, nicht mal eine Paracetamol, weil die sowieso nicht bei mir helfen. Und wir haben sogar einen Namen, der zu 99% feststeht. Es sind zwei Namen wahrscheinlich. Aber der erste Name steht auf jeden Fall fest. Und seit der 22. Woche ungefähr
So 21. ungefähr hat es angefangen, kann ich endlich das Baby spüren. Was glaube ich auch daran lag, das Baby lag die ganze Zeit mit den Füßen unten und der Kopf war oben. Was bei den anderen beiden auch immer anders war, der Kopf war fast von Anfang an immer unten. Und ich hatte schon die Panik, dass ich das Baby mit den Füßen zuerst bekomme. Aber beim letzten Termin haben wir gesehen, dass es sich gedreht hat. Und ich bin der Meinung, ich habe es sogar gemerkt, wie es sich gedreht hat. Das war irgendwie ziemlich unangenehm, aber ich habe gemerkt auf einmal, dass die Tritte hier oben passierten. Und ich merke jetzt mittlerweile sogar den Schluck auf. Das ist total witzig. Ich dachte, das war ein Tag, da dachte ich, huch, was tuckert denn da so? Und dann hatte man die ganze Zeit den Schluck aufgemerkt. Das war total süß. Mein Freund kann das Baby auch schon spüren. Der ist ein bisschen ungeduldig. Komischerweise tritt das Baby ja meistens dann nicht, aber man muss halt ein bisschen Geduld haben. Die Kinder, die sind da komplett ungeduldig. Ich glaube, das wird auch erst, wenn das Baby wirklich richtig aktiv ist und man das auch von außen noch mehr sieht. Jetzt ist es mehr so ein Pochen und dann tuckt das manchmal. Aber ich merke es halt wirklich intensiv und es wird jeden Tag mehr. Kindsbewegung war noch viel, viel später. Aber ich glaube, das liegt einfach an der Plazenta, dass die vorne liegt. Bei Louis hatte ich eine Hinterwandplazenta und bei Mila auch eine Vorderwandplazenta. Ist vielleicht einfach so ein Mädchending, weiß man nicht. Das Baby wird auch auf jeden Fall erstmal hier im Schlafzimmer sein. Das Bett hast du schon bestellt. Da gibt es ein bisschen Probleme gerade mit der Lieferung. Das nervt mich gerade ein bisschen, weil das hätte ich gerne auch schon irgendwie ein bisschen hübsch gemacht. Aber naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen auch nochmal gucken, wie wir die Möbel hier hin und her schieben. Der Wickeltisch steht jetzt da, aber das ist nicht so optimal eigentlich. Das müssen wir nochmal umstellen. Ich muss dann auch nochmal gucken, wie wir das mit den Klamotten machen. Und irgendwann muss Mila wahrscheinlich ihr Zimmer teilen. Mal gucken. Vielleicht haben wir auch bis dahin nochmal was anderes. Man weiß es nicht. Aber ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich bin so dankbar für diese Wohnung hier und ja, für das, was wir haben. Das sollte man sich immer vor Augen haben. Dankbar zu sein für das, was man hat, weil klar, es geht immer besser. Und zum Thema Geburt wollte ich auch nochmal was dazu sagen. Ich werde wieder ins Krankenhaus gehen, auch ins gleiche Krankenhaus, weil es einfach für mich das beste Krankenhaus war. Klar, ich habe nicht den Vergleich, aber es war für mich perfekt. Ich hätte mir sogar vorstellen können, das Baby zu Hause zu bekommen, ganz, ganz romantisch. Aber mein Freund fand das nicht so romantisch und kann ich auch irgendwie verstehen. Und irgendwie bin ich mir... Ja, man ist dann schon irgendwie sicherer im Krankenhaus. Ich weiß, man sollte sich da selbst ein bisschen vertrauen. Aber irgendwie dachte ich, okay, dann sind die beiden, werden betreut und wir können entspannt die Geburt meistern. Und dann können die beiden das Baby besuchen. Und deswegen ist das schon ganz gut. Vor allem, weil diese Schwangerschaft so verdammt anders ist als die anderen, weiß man natürlich nicht, wie die Geburt ablaufen wird. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Stillen klappt. Da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch. Das hat immer super geklappt bei mir. Meine Brüste tun auch extrem weh. Also, naja, Milcheinschuss habe ich jetzt noch nicht. Also davon merke ich gar nichts. Ich weiß auch, das hatte ich auch nie wirklich so vorher schon. Vielleicht mal so ein paar Tröpfchen, aber nicht wirklich. Zum Thema Bauchpflege kann ich sagen, da mache ich nicht wirklich viel. Da bin ich nicht so vorbildlich. Ich creme mich ganz normal nach dem Duschen am ganzen Körper ein. Da mache ich nicht irgendwie morgens und abends was. Da war ich bei den ersten beiden auch so ein bisschen mehr hinterher, bei Mila noch mehr. Was ich diesmal nach der Geburt auf jeden Fall auch machen möchte, ist ein Rückbildungskurs, beziehungsweise es einfach von zu Hause zu machen, denn das ist für mich entspannter. Das war immer, bei Louis habe ich es ja gar nicht gemacht, bei Mila habe ich es gemacht und das war Katastrophe. Die hat nur geweint jedes Mal, wenn ich irgendwie versucht habe, irgendwie ein paar Übungen zu machen. Deswegen werde ich das von zu Hause machen. Ich werde auch weiter meine Ernährung festhalten und ja, versuche meinen Körper wieder in Shape zu kriegen, aber das Wichtigste ist erstmal das Kind und das Mama sein, dann das Wochenbett. Und das, ja, ich bin gespannt, wie das ist mit drei Kindern, beziehungsweise vier, weil die Tochter von meinem Freund ja auch viel hier ist. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, aber ich freue mich und ja, das wird schon schön. Kinder sind was Schönes. Was leider auch ist, meine Haut ist extrem schlimm und schlecht, also ich glaube, da kommt mir gar nicht jemand zu. Die ist total unrein. Es gibt einen Tag, wo sie mal richtig schön ist, wo ich denke so, oh, jetzt ist es vorbei. Und dann, bam, kommt es nächsten Tag so extrem. Die ist trocken, die ist pickelig, die ist rot. Also die ist einfach nicht schön. Und ist das auch so ein Mädchending wahrscheinlich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich an so vieles irgendwie auch nicht mehr erinnern. So, ich weiß zum Beispiel nicht mal, wann meldet man sich nochmal im Krankenhaus an? Müsste man das jetzt machen?
weiß es nicht mehr. Ich rufe da auf jeden Fall mal an. Schreibt mir unbedingt, wenn ihr irgendwas Tolles für die Mamahaut habt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich will da auch nicht zu viel machen, ganz ehrlich. Also es ist halt so, wie es ist. Was ich ein bisschen vermisse, ist meine Bräune. Ich bin extrem blass geworden. Und ich bin ja schon ab und zu auch gern mal ins Solarium gegangen. Aber ich freue mich umso mehr auf den Sommer. Mal mehr, mal weniger. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Wassereinlagerungen, die ich teilweise jetzt schon ein bisschen habe. Ich merke es an den Schuhen. Aber so an sich, ich habe jetzt keine dicken Hände oder so. Aber wenn ich viel unterwegs bin, merke ich, dass die Füße dick werden. Ich bin hier ein bisschen runder geworden und der Bauch ist natürlich auch ein bisschen größer. Meine Arme, das merke ich an ein paar Jacken, die sind auch irgendwie ein bisschen mobbeliger geworden. Und ja, aber ich hoffe, dass ich nicht zu doll explodiere. Ich bin gespannt. Also es wird ein heißer Sommer, wie ich ja gehört habe, was ich eigentlich ja mega schön finde. Aber mit so einer dicken Kugel ist es schon ziemlich anstrengend. Zum Thema Schlafen. Ich schlafe sehr gut. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Es gibt ja oft so Schwangere, die sagen, ich kann so nicht liegen, ich kann so nicht liegen. Aber ich kann irgendwie komplett in allen Positionen liegen. Ich habe mal gehört, man soll eher auf der linken Seite schlafen, weil ich lieber auf der rechten Seite schlafe. Ich versuche es dann immer. Irgendwie ist es wohl mit der Sauerstoffverteilung besser. Wobei ich das jetzt nicht so merke, dass da irgendwie ein Unterschied ist, wenn ich links oder rechts liege. Auf dem Rücken liege ich auch mit meinem Bauch natürlich nicht. Das habe ich von Anfang an nicht gemacht. Das mache ich sowieso nicht so gerne. Ja, aber was ich sehr doll merke, ist mein Ischias. Also auch gerade, wenn ich viel gemacht habe, wenn ich den Haushalt gemacht habe, merke ich es extrem. Wenn ich dann abends auf dem Sofa liege, dann komme ich meistens schon gar nicht mehr hoch. Ich fühle mich manchmal wie so eine alte Frau, die hochgehoben werden muss. Ja, also das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es geht noch. Ich fange langsam ein bisschen an zu watscheln, aber das ist auch eher unbewusst. Jetzt zeige ich euch nochmal eben schnell meinen Babybauch. Also so sieht er angezogen aus. Ich habe heute ein bisschen dickeren Pulli raus an. Deswegen sieht man das diesmal gar nicht so doll. Und so sieht er ausgezogen aus. Und man sieht hier so ein paar Streifen. Diese Linie, die habe ich gar nicht diesmal. Die war bei mir sowieso immer ein bisschen blasser. Aber diesmal habe ich sie nicht. Und von der Seite hier habe ich auch ein paar Streifen, glaube ich. Ja. Das ist meine Kugel. So, das war mein Babybauch. Der ist ziemlich stramm, finde ich. Ich weiß nicht, ob man das so auf der Kamera sieht, aber der wird ziemlich prall. Und wenn ich so drauf pixel, das ist wie so ein Ballon, der kurz vorm Platzen ist. Und deswegen habe ich so Angst vor dem, dass es reißt. Mein Bauchnabel ist auch kurz vorm Rausploppen. Und ja, die Linie habe ich diesmal irgendwie nicht. Die war bei Louis schon fast nicht mehr da. Bei Mila war sie auch immer ziemlich blass, aber man konnte eine sehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, das sind meine Schwangerschafts-Mimimis. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch da was bekannt vorkommt. Und ob ihr irgendwelche Tipps für meine Haut habt. Und wie weit ihr seid, ob ihr schwanger seid oder ob ihr einfach so interessant findet. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video einschaltet und bis zum nächsten Mal. Tschüss.